Im Fall Zoe ist heute das Urteil gesprochen worden. 10 Jahre und Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Bei mir ist Zoes Schwester Vivian. Vivian, was bedeutet dieses Urteil für Sie? Unglaublich viel. Die Kleine hat endlich die Gerechtigkeit bekommen, die sie verdient hat. Wir können endlich mal um sie trauern, mit der Sache abschließen, als Familie zusammenwachsen. Und das Beste ist, dass wir noch einfach nicht mehr gegenüber sitzen müssen. Wir sind einfach nur froh, das ist für uns ein neuer Lebensabschnitt jetzt. Das hat jetzt die letzten 4 Jahre mit zu unserem Leben gehört, sehr viel kaputt gemacht. Jetzt, wie soll ich sagen, Zoe wurde als Mensch anerkannt. Das hat sie verdient. Der soll weg. Das hat sie verdient, nicht weniger. Sie haben von Anfang an gesagt, dass Ihnen diese Sicherungsverwahrung sehr, sehr viel bedeutet. Warum war das Ihnen so wichtig? Warum hatten Sie auch Angst, dass sie vielleicht nicht kommt? Weil das wieder tun wird. Wieder tun wird, wieder tun würde, wieder getan hat. Er hat es wieder versucht. Und sie ist nicht umsonst gestorben, dass es danach noch einen Fall Zoe gibt. Wenn sie schon irgendwie was bewirken kann, dann dass es nicht nochmal sowas gibt. Dass wir die Mädchen dafür beschützen können, auch eine andere Mutter, eine andere Schwester, einen anderen Vater davor zu bewahren, so zu leiden wie wir die letzten Jahre. Genau, Sie haben es angedeutet. Was hat das Ganze mit Ihrer Familie gemacht? Nicht nur der Tod von Ihrer Schwester, sondern auch dieser ganze Prozess, diese ganze Tortur, immer wieder vor Gericht stehen zu müssen. Das hat uns kaputt gemacht. Das hat uns kaputt gemacht. Das im eigenen Zuhause konnte man sich gar nicht mehr wohlfühlen, weil jeder ist am Weinen, alles erinnert einen an sie. Dann mussten wir doch trotzdem umziehen, haben alle Erinnerungen an sie verloren. Meine Eltern wurden sehr krank. Er hat uns auch noch fast, also unsere Eltern genommen. Mein Kind hätte die Geburt vielleicht fast nicht überlebt. Es ist so viel passiert, was es mit sich gezogen hat. Leider interessiert es ihn halt überhaupt nicht, nichts davon. Meine Mutter wäre vor kurzem ums Leben gekommen. Ich bin froh, dass sie noch dasteht und das Urteil miterleben kann. Das ist für mich und für die Familie einfach so wichtig. Durch diesen ganzen Prozess werden Sie ja auch jeden Tag immer wieder erinnert, was da passiert ist. Wie sehr fehlt Ihnen so im Alltag? Was macht das mit Ihnen? Andauernd. Die ist dauernd bei mir, egal wo ich hingucke. Die war meine beste Freundin, sie war Teil von mir. Wir haben eine echt enge Bindung gehabt. Es ist kein Leben mehr so ohne sie. Man stirbt jeden Tag irgendwie mit. Es wäre alles anders, wenn sie da wäre. Mein Sohn hat einen so tollen Menschen verpasst. So viel Liebe verpasst von dieser Person, von Zoe. Wovon ich ihm nur berichten kann. Er weiß von ihr, er erzählt von ihr, als hätte er sie gekannt. Nur hat das einfach alles geändert. Und es gibt keinen Tag, an dem man nicht denkt, wie wäre es jetzt, wenn sie da wäre. Wie geht es für Sie jetzt als Familie weiter? Was wünschen Sie sich? Dass etwas Ruhe einkehrt. Dass wir irgendwie wieder als Familie zusammenkommen. Es wird nie wieder sein, wie es war, nur dass wir vielleicht auch öfter mal wieder glückliche Tage haben. Das heißt glückliche einfach. Sorry, mir fehlen gerade die Worte. Ja, so ein kleines Gefühl, was wir zurück als Familie kriegen. So, ich kann gerade. Nee, ich verstehe das einfach auch, dass Sie jetzt endlich abschließen können und dass es jetzt mal wieder weitergeht. Vivian, vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen und für das Gespräch. Dankeschön.